Das Arbeiten in Corona-Zeiten war die Herausforderung des vergangenen Jahres. Wir haben zuallererst unsere Mitarbeiter gesichert, wir haben unsere Kunden gesichert und wir haben in einem sehr hohen Tempo unsere Digitalisierung möglich gemacht. Homeoffice, Arbeiten auf Distanz, Arbeiten mit Distanz, das war unser Haupttätigkeitsfeld im ersten Halbjahr oder im zweiten Quartal, um es genauer zu sagen. Unsere Kunden haben wir erfreut, wie wir glauben, mit einem neuen digitalen Kundenportal, weil es wurde sehr gut angenommen und es hat sehr vielen Kunden geholfen, ihre Probleme mit uns zu besprechen, ohne dass man sich gesehen hat. Das, was wir getan haben, führt natürlich auf Wege, die auch digitale Nachbarschaften befördern werden. Was ist modern? Wie schützen wir unsere Nachbarschaften? Und wir haben im letzten Jahr sehr viel analog auch trotzdem noch uns darum gekümmert, dass es Menschen gibt, die sich treffen. Wir haben uns im letzten Jahr darum gekümmert, dass unsere Gewerbekunden überlebt haben, dass Lösungen gefunden werden. Wir haben uns darum gekümmert, dass Nachbarschaften und Quartiere existieren, dass Nachbarschaftshilfe funktioniert. Wir sind sehr analog, sehr menschennah gewesen, aber wir haben die Digitalisierung genutzt, um den Rest an Sicherheit zu gewährleisten im vergangenen Jahr.